Oh Mann. Wir machen das also wirklich. Nur die, die mit den Beißern laufen, müssen sich damit tarnen. Jetzt muss nur noch euer Beißer Freund. Er ist hier. Oh Mann, oh Mann. Hallo. Leute, das ist James. Er ist mein Freund. Er ist, echt cool. Wie bekommt man solche Haut? Ach, ich, Clementine? Kann ich sie anprobieren? Das ist keine gute Idee. Komm schon, bitte. Willy, konzentrier dich. Das ist der falsche Zeitpunkt. Später ist Zeit für Fragen. Ja, stimmt. Sorry. Ich bin konzentriert. Ach, und sorry, dass ich dich damals erschießen wollte. Deine Maske wirkte so echt. Funktional und hübsch. Ich mag beides. Witzig. Ist das der Kerl, mit dem Clem flippen will? Ja. Clementine, können wir kurz unter vier Augen reden? Ja, gute Idee. Warte hier. Hey, Ten, komm her, Kumpel. Ich muss dir was sagen. Die Beißer, sie werden bald hier sein. Mischt euch unter sie, wenn sie durch den Wald kommen. Der Krach vom Schiff wird sie zum Wasser locken. Dann können wir an Bord und unsere Freunde retten. Eure Freunde sind anders, offen und tolerant. Wie du. So läuft der erste Eindruck normalerweise nicht ab. Sorry, ich glaube, ich rede zu viel. Dass Leute mich willkommen heißen, ist ungewohnt. Weißt du, sie könnten auch deine Freunde sein. Ich weiß, du wolltest eigentlich nicht mit in die Schule kommen, aber da du sie jetzt kennst... Ich habe lange nicht mit Leuten zusammengelebt, aber es klingt schon gut. Ich denke drüber nach. Ich wollte dir etwas zeigen. Das ist wahr, mein Freund Charlie. Wir schlossen uns gemeinsam den Flüsterern an. Aber ihn hat es verändert. Ein für alle Mal. Es hat uns beide verändert. Was meinst du? Die Flüsterer waren meine Familie. Seit ich klein war, während dieser Zeit erlebte ich viel Blutvergießen. Und schließlich wurde ich ein Täter. Schwäche wurde als Gift angesehen. Und ich glaubte es. Wirklich. Ich glaubte so daran, dass als ein Junge vor einem Angriff Mitleid für den Gegner zeigte, ich ihm die Kehle aufschlitzte. Ich habe nicht mit ihm geredet oder über ihn nachgedacht, was er fühlte. Ich kann mich nicht mal an seinen Namen erinnern. Du hast ein unschuldiges Kind getötet? Das ist grauenvoll. Das weiß ich jetzt. Aber damals war es mir egal. Ich musste es tun. Nach seinem Tod konnte ich seine Worte nicht vergessen. Die sind wie wir. Sie gehen nur einen anderen Weg. Ich hörte dann auf zu töten. Veränderte mich. Aber nur wenige Leute taten das. Als AJ sagte, er hätte jemanden getötet, musste ich an sie denken. An mich, als er sagte, er habe das Richtige getan. Wenn man so jung schon tötet, hinterlässt das Spuren auf der Seele. Bei Charlie hinterließ es Spuren. Ich habe Angst, dass es kein Zurück mehr gibt, wenn AJ wieder tötet. Er wird nicht mehr der gleiche sein. Ich habe es schon zu oft miterlebt. Ich lasse nicht zu, dass AJ ein Killer wird. Ich will nicht, dass er sich verändert. Nicht so. Hoffentlich hältst du das Versprechen. Sie sind nah. Bald werden es genug sein, um uns Deckung zu geben. Ich führe dich durch die Herde, bis du am Schiff bist. Weiter gehe ich nicht. Ab hier hängt alles von dir ab. Danke.
kümmere dich um AJ. Er ist bereit. Die Beißer sind nicht mehr weit. Ruby, mach du die Pferde. Willy, Ten, die Vorräte. Und ich kümmere mich um die Bombe. Finde den Boiler. Unten dran sollte ein Fach für Asche und so sein. Steck sie da rein. Wir sehen uns nachher. Ich schneide es auf. Louis erzählte mir von Minnie, weil Sophie starb und Minnie jetzt eine von denen ist. Wenn du sie da findest, sag ihr bitte, dass ich ihr vergebe. Bitte, ich würde es ihr selbst sagen. Ich will, dass es ihr gut geht. Ja, klar. Ich sage es ihr, falls wir sie sehen. Danke. Das passiert wirklich, nicht wahr? Ja, das tut es. Das Leben anderer Leute hängt von uns ab. Von mir. Du verlässt dich auf mich um. Und wenn dir was passiert, Clem? Und wenn ich nicht kann? Ich weiß nicht. Ich kann das einfach nicht. Ich hätte dich nicht zum Mitkommen bewegt, würde ich nicht an dich glauben. Ich meine es ernst, Louis. Glaub mir einfach, bis du es selbst glaubst, klar? Also gut. Wobei es nicht so einfach ist, wie du zu denken scheinst. Gut, ich versuche es. Und wenn wir wegen mir geschnappt werden? Ein Missgeschick würde alles vermasseln. Und bei mir geht immer etwas schief. Also gut. Los jetzt, Louis. Reiß dich zusammen. Schlag mich, bitte. Hilf mir, mich zu beruhigen. Genau hier. Louis, du schaffst das. Alles bereit. Tun wir, was ich denke, dass wir es tun? Kommt drauf an. Was denkst du denn, was das wird? Oh Gott, wir sind... Ich sorge dafür, dass wir wie Beißer aussehen. Ja, ich glaube, ich bin bereit. Bist du gar nicht. So. Du weißt schon, dass Beißer Blut nie wieder weggeht, oder? Du schuldest mir neue Sachen. Tun wir's? Tun wir's. Immer mir nach. Los geht's. Weiter! Bleibt hinter den Beißern. Nutzt sie als Schild.
Willy. Die Vorräte fallen über Bord. Gott verdammt. Jemand soll drüben nachsehen, was da los ist. Aufpassen. Wir werden angegriffen. Gut, das ist unsere Chance. Wir dürfen nicht riskieren, unsere Deckung zu verlieren. Wir müssen den Pier lang kriechen. Bin okay. Bleib bei mir. Halt dich verborgen. AJ, bereit? Da kommen Beißer!